Die Führung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zieht weitere Konsequenzen aus der Maskenaffäre. In einem Brief setzt sie allen Unionsabgeordneten eine Frist, sich zu möglichen finanziellen Vorteilen im Zusammenhang mit pandemiebezogenen Geschäften zu äußern. Bis Freitag 18 Uhr müssen alle Fraktionsmitglieder eine Erklärung darüber abgeben, dass keine solche Vorteile im Rahmen der Covid-19-Pandemie erzielt wurden. Zu berücksichtigen seien dabei etwaige finanzielle Vorteile aus dem Kauf oder Verkauf von Medizinprodukten, aus dem Vermitteln von Kontakten, aus der Weiterleitung von Angeboten oder Anfragen oder aus der Unterstützung oder Beratung Dritter bei solchen Tätigkeiten. In ihrem Schreiben bitten Fraktionschef Ralf Brinkhaus von der CDU und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt um Verständnis für ihr Vorgehen. Das Fehlverhalten Einzelner darf nicht eine ganze Fraktion in schlechtes Licht rücken, heißt es. Die mittlerweile aus der Fraktion ausgeschiedenen Abgeordneten Georg Nüstlein und Nicolas Löbel hatten bei der Vermittlung von medizinischen Masken offenbar Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert.